Mein Name ist Bernhard Hüssi, CEO und Mitgründer von der Nomos System AG. Wir entwickeln in Zürich eine IoT-Plattform für Geschäftskunden weltweit. IoT, die Internet of Things, verbindet Services, Softwares, Applikationen und die diversesten Geräte miteinander. IoT ist essentiell wie ein Schweizer Uhrwerk. Tausende von Teilen, hochkomplex, die wenigsten Leute verstehen wirklich, was es braucht, um das zusammensetzen. Und doch haben wir alle den Anspruch, dass es zuverlässig und präzise funktioniert, wenn immer das drauf schaut. So hat auch IoT das eine oder andere Problem, wie zum Beispiel Kompatibilität und Tausende von Protokollen, die sich zum Teil gegenseitig als Standard bekämpfen. Nomos sucht eine Kompromisslösung und verbindet die Geräte miteinander und erlaubt durch das, dass die Industrie 4.0 schneller wachsen kann, als das wir bis jetzt gesehen haben, indem wir alte Fabrikationsanlagen an die Digitalisierung anbinden können und durch das die Logistik reduzieren, weil die Produktion basierend wird auf einem Demand und natürlich auch Lagerbestände und Effizienz fördert. Eine ähnliche Geschichte ist uns gelungen in der Luftfahrtindustrie, wo wir die Zeit, wo ein Flugzeug am Boden ist, für Service- und Wartungsarbeiten dramatisch reduzieren können, es wieder in die Luft schicken, dass es effizient funktioniert. Nomos IoT-Plattform ist horizontal gebaut mit der Expertise für jede Vertikale. Wir sind kompatibel zu einer 250 Milliarden Geräten und haben über 32'000 Systeme weltweit geliefert. Da die Zahl der IoT-Komponenten und Protokolle in den kommenden Jahren rasant wachsen wird, müssen diese vereinheitlicht werden, um eine einfache und nahtlose Bedienung zu ermöglichen. Nach Meinung der Jury hat sich Nomos System nicht zuletzt durch die Modularität ihrer Plattform da einen strategischen Vorsprung erschaffen.